Willkommen zurück zu Worms Armageddon. Wir sind jetzt schon ziemlich nah vor der Mitte und starten einfach mal mit Welt 14. Die gegnerischen Würmer sehen ganz schön hart aus. Wenn du sie erledigen möchtest, brauchst du fiese Tricks. Viel Glück. Ja, drücke A, um fortzufahren. Das machen wir einfach mal. Oh, 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 oh. Wieder mal nur zu dritt, natürlich. Aber wie soll es auch anders sein? Oh, wir sind jetzt sozusagen von den unteren Würmchens getrennt. Komm in die Gänge! Von daher tun wir uns erstmal um die oberen Würmer kümmern. Wie machen wir das am besten? Ah, ich habe eine Idee. Wir hauen einfach mal. Bam. Genau. Somit brennt sich das schön nach unten durch und wir haben dann auch den Durchgang nach unten. Die sind jetzt eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Die sind nur zu fünft. Ja. Ich glaube, der steht unten. Der Tobi steht unten. Okay. Ja, wir machen das wieder mit dem Ninja-Seil. Aktivieren erstmal die Tretmine. Komm in die Gänge! Genau. Und die Schrotflinte. Okay, das war schon. Kann man jetzt noch was machen? Lass uns beeilen. Oh, komm, beeile dich. Komm. Komm. Ah. Komm, wir verstecken uns einfach. Der Tobi, der hat's nicht so mit. Das war geil. Mal gucken. Ach komm. Lass uns mal schön das Schaf. Bam. Der könnte tot sein und Luca. Ah, Luca muss mal wieder. Oh, 11 Stück, okay. Das geht ja noch. Wo ist er denn? Ach da. Okay. Okay, der war gar nicht so schlecht. Die Computer, die KI, die tut jetzt auch sich, glaube ich, ein bisschen steigern. Also wird dann ein bisschen schwieriger. Also wir zielen dann genauer und überlegen halt mehr drüber nach, was sie für einen Zug machen. Und tun nicht einfach irgendwie was durch die Kante schmeißen. Ja, den könnte man eigentlich besiegen hier. Da wären wir hier oben schon mal so weit sicher. Ich wusste gar nicht, dass der Luca so gut mit Waffen umgehen kann. Ich glaube, der hat auch so ein Ding zu Hause. Ja. Jetzt sind wir zu dritt gegen zwei. Ich komme hier. Tobi! Was war das denn? Du weißt doch, wie später in New York, da musst du dich doch irgendwie. Du weißt doch. Da musst du doch. Hallo? Oh, ich muss dir noch viel beibringen. Der Foul, der steht jetzt natürlich richtig im Foul. Im Abseits, meinte ich. Und. Komm in die Gänge! Ich würde sagen, wir schenken ihnen einfach mal was. Foul. Bitteschön, schenke ich dir. Ich hab's dir eingeteilt. Ich hoffe, du magst Überraschung. Magst du Überraschung? Oh nee, du musst jetzt nicht sterben. Oh, ich glaube, das war's für ein Geschenk. Kennt ihr eigentlich den Schlumpf mit den Geschenken, der war gut. Mit den Geschenken, die immer explodieren. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ja, das ist auch so eine Sache. Der hat halt die Geschenke und verschenkt die und die tun dann einfach so in die Luft gehen. Wenn ich da jetzt richtig bin.
Schlümpfe kommt übrigens auch auf für die Wii U raus, habe ich vorhin bei Amazon gesehen. Sieht aber nicht geil aus. Also sieht ziemlich langweilig aus. Ich freue mich da eher auf DuckTales. Ich glaube, der Luca freut sich auch auf DuckTales. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt einen Weg freisprengen, ja. Das bleibt uns wohl oder übel nicht übrig. Da solltet ihr eigentlich nicht hingehen. Ja, wir hätten auch noch den Presslufthammer. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Hallo? Verstanden! Was haben wir denn noch? Na, ich würde sagen, wir tun uns einfach mal teleportieren. Und zwar einfach mal hier hin. Komm in die Gänge! Übrigens die Zeit unten rechts, also die weiße Zeit, das ist der jeweilige Zug von dem Wurm. Und dann gibt es noch die gelbe Zeit, die klein eingeblendet ist. Das ist die Zeit für das komplette Level. Also wenn die abgelaufen ist, dann steigt das Wasser pro Runde. Dann wird es richtig eng. Und da muss man auch zusehen, dass man sich schleunigst nach oben begibt. Sonst, ja, Würmer und Wasser, das verträgt sich halt nicht so gut. Ich glaube, wenn wir... Nee, das bringt nichts. Nee, was soll ich machen? Lass es den Tobi machen, der macht das Ding. Genau, oder er schießt sich frei. Beziehungsweise schießt uns frei, das... Reicht uns ja erstmal. Komm, nimm ja Seil und los geht's. Zack. So, erstmal das. So, und hier schön Dynamit rein. Ui. Das ist, ja, Tobi. Du machst mir Angst. Wie du dich jetzt abgefangen hast, das ist schon grandios. Ja, somit haben wir das 14. Kampagne abgeschlossen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis später und ciao.